Stühlen bei Germanys Next Top Model weinende Models und streitende Juroren. Nach 3 Wochen Karibik kommen die Nachwuchsmodels in Heidi Klums Wahlheimatlos Angeles an. Statt in eine Villa wohnen sie in Teamhäusern mit Gemeinschaftsküche und einem Schlafraum mit vielen Einzelnischen, und sind darüber völlig aus dem Häuschen. Dagegen sorgt Klums Ankündigung, dass am nächsten Tag das Umstühling ansteht, für Sorgen verhalten. Besonders bei Claudia, bei Kurz und Blond würde ich aussteigen. Heidi Klum ist hingegen von ihrer Methode überzeugt, heute machen wir Models aus den Mädchen. Während sich die Jury eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen kann, ist die Stimmung sonst eher gereizt. Claudia weint schon, bevor es losgeht, und so muss beim Gang zum Friseurstuhl die Hand gehalten werden. Die 17-jährige Salü nimmt es dagegen gelassen, als ob ich jetzt gehe wegen ein paar Haaren. Die Wachsnacht und Perücken gibt's bei eBay für 10 Euro. Hier kriegt keiner, was er möchte. Das kann Drama Queen Claudia nicht beruhigen, sie weint, hyperventiliert und motzt nach Herzenslust. Abigail macht Klum sogar Vorschläge, doch die reagiert eiskalt, hier kriegt keiner, was er möchte. Am Ende kommt es aber doch so, wie Abigail will. Sie bekommt enge Flechtzöpfe, um Perücken drüber zu ziehen, und ist glücklich, das ist der beste Tag bisher hier. Auch Claudia ist am Ende überzeugt von ihren langen roten Haaren, wo, die Jungs werden mich mögen. Zö, die einen weißblonden Bubischnitt bekommen hat, muss ich daran erst noch gewöhnen, ich finde, ich sehe aus wie ein Fußballer aus den 80ern. Klum zufolge fehlt ihr da aber nur, wie sollte es anders sein, die richtige Attitüde. Auch bei anderen Models hat sich viel getan, Gerda ist brünett, Toni hat einen Bürsten und Salü einen blonden Pagenschnitt. Fotos hat mit Geheimcasting. Mit neuem Look geht es dann ins Sitcut-Shooting, wie das Starfotograf Brian Bovens missverantwortlich ist. Diese Fotos sind extrem wichtig, damit stellen wir euch den Kunden vor, erklärt Klum. Zum ersten Mal gibt es dazu auch kurze Videos, und ein verstecktes Casting mit der Chefredakteurin der Zeitschrift Instyle für den ersten Fotojob der Staffel. Zuerst wieder die erste, und kann gleich überzeugen. Doch auch viele andere zeigen, was sie können, darunter die üblichen Verdächtigen Brunner, Bea, Sarah und Trixi. Letztere spricht ihr Video gleich auf Deutsch, Englisch und Französisch ein. Valerie und Litz agieren dagegen zu eindimensional. Über das Instyle-Casting für eine Fotostrecke mit 10 Seiten in Mexiko dürfen sich am Ende 3 Models freuen, Abigail, Brunner und Salü. Bei der Entscheidung fetzen sich die Juroren. Für die Entscheidung ist diesmal eigens eine Promi-Stylistin engagiert worden. Juror Thomas Hau erklärt warum. Der Stühling soll die Persönlichkeit repräsentieren. Wieso er danach jedem seiner Models eine schwarze Kappe überreicht, bleibt sein Geheimnis. Ebenso, was sich Team Michael beim für den Koch dargebotenen Lied gedacht hat. Zumindest Michaels GIF freut sich, für die Zuschauer ist das unsichere Getreller eher zum Fremdschämen. Zum Glück geht es danach schnell auf den Laufsteg. Beim anschließenden Streit der Jury um Kandidatinlist zeigt sich deutlich, wer in der Sendung die Entscheidungen trifft.
Heidi Klum wirft die 22-Jährige raus, Thomas H. ist entsetzt, diskutiert und hofft mit Liz bis zuletzt, dass Klum die Entscheidung zurücknimmt. Vergeblich. Man sollte nicht wie eine beleidigte Leberwurst auf dem Klappstuhl sitzen, kommentiert Michalski. Schließlich heißt die Sendung Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum und nicht bei Thomas H. Aus dem Häuschen gefallen. Auch sonst ist die Jury nicht um harte Worte verlegen. Du bist gelaufen wie eine Oma, gefehlt hat nur die Krücke, sagt Klum zu Kandidatin Caroline. Das war so langweilig. Zwischendurch wird noch flott ein Sprichwort erfunden, aus dem Häuschen fallen, und der Zuschauer direkt angesprochen. Nach House of Cards durchbricht also auch Germany's Next Topmodel die vierte Wand. Fehlt eigentlich nur noch die Spannung. Nach einer Kaugummi-Entscheidung fliegt mit Valerie am Ende nicht nur ein weiteres Model aus Team Thomas raus. Zu allem Überfluss sind auch noch Trixie und Caroline in der kommenden Woche im Showtut. Völlig unverständlich findet der Koch das. Mein Herz ist gebrochen. Klum hat wenig Mitleid und reagiert mit amüsierter Geste und entsprechendem Knacksgeräusch. So sorgen zumindest die Juroren für ein bisschen Aufregung.